Hallo Klaus-Dieter, das wird eine VA für dich. Wir sollten ja sagen, wie wir zum Messersammeln gekommen sind. Mein erstes Taschenmesser bekam ich von meinem Opa. Der war damals nach Lourdes gefahren und hat mir ein ähnliches Messer wie dieses mitgebracht. Und da war ich natürlich happy, da war ich so neun. Nun, und das musste dann für alles herhalten. Irgendwann war es dann weg, was mir heute noch leid tut, da ich mit meinem Opa immer sehr viel Zeit im Wald verbracht habe. Und das war schon recht klasse. Und so mit 10 habe ich mir dann ein Messer gekauft, wie das so ist. Ein Klopper vor dem Herrn. Hier ist das gute Stück, das habe ich immer noch. Und die Scheide ist defekt, die war nichts mehr. Es war auch eine ganz billige Scheide. Dieses Messer habe ich mir gekauft mit 10, mit zusammengespartem Geld. Das hat damals 30 Mark gekostet, das weiß ich noch. Da musste ich lange, lange, lange für sparen, bis ich es endlich hatte. Bei uns im Ort war so ein Schreibwarengeschäft, der hat alles verkauft. Schreibwaren, Messer, Fahrräder, Schlitten. Und der hatte auch unter anderem dieses Messer dort liegen. Und das hat mir so gut gefallen. Auf jeden Fall habe ich es mir gekauft damals und habe es auch lange Jahre benutzt. Als ich dann älter wurde und mir solche Messer kaufte, dann war natürlich in jungen Jahren das BW-Messer. Es musste natürlich sein, ein grottenschlechtes Messer, aber man musste es haben, weil eben BW draufsteht. Und mein Onkel, der war damals gerade bei der Bundeswehr, der hat so ein Teil immer am Gürtel mit sich da rumgeschleppt. Das war auch sowas. So, und in dem Alter zwischen 12, 13, da hatte ich einen Kollegen, einen Freund, dessen Vater Jäger war. Und die haben dann solche Sachen mit sich da rumgetragen. Oder sowas hier. Und da war hier schon bei mir erste Wahl. Das Zeug ist ja nicht schlecht, es schrumpft aber und es ist meistens nicht so sauber zu verarbeiten wie Mercator oder G10 oder sonst irgendwas. Und dann habe ich mir zum ersten Mal Gedanken gemacht. Da war ich so 15, 16. Was für ein Messer willst du eigentlich sammeln? Für was brauchst du das Messer? Und was für ein Stahl soll es haben? Und damals war gerade so die Zeit, als amerikanische Messer auf den Markt kamen. Und da habe ich mir mal aus der ersten Produktionsreihe diesen Combat Folder von Gerber gegönnt, in Anlehnung an das Rex Applegate und Fairbairn und Kampfmesser aus dem Zweiten Weltkrieg. Den habe ich auch immer noch. Das ist wirklich ein tolles verarbeitetes Teil, ohne Schnickschnack. Aufmachen, gebrauchsfertig, ohne Log-Sicherung, wie das heute so ist. Und dann habe ich festgestellt, dass das ja auch nicht das Gelbe vom Ei ist, obwohl das ein top verarbeitetes Messer ist. Und da habe ich mir von CRKT, das war damals auch in, die sind gerade auf den deutschen Markt gekommen, das 1614 Pat Crawford Design, Kit Carson Design oder Carson Design gekauft, habe ich auch immer noch. Läuft immer noch wie Butter. Auch noch ohne Log-Sicherung, nur mit Liner und der steht noch top. Ja, und zwischendurch habe ich dann hunderte von Taschenmessern gesammelt, unter anderem auch solche hier. Das ist jetzt von Linda. Das ist geht ein bisschen schwer, liegt nur in der Vitrine rum. So ein Slip Joint, das Linda Manolito. Ja, und halt
durch das grenznahe Wohnen französische Taschenmesser, die ich immer noch sammle. Das ist ein Riesensammelgebiet. Und ja, ich bin praktisch durch meinen Opa zum Messersammeln gekommen. Und dann wurde ja Kohlefaser modern. Und da war auch gerade das Messermagazin ist da gerade auf den Markt gekommen. Da war ein Vergleich drin. Die besten selbsttragenden Kohlefasergriffschalen ohne Stahlliner. Und da hat ein Klötzli den ersten Preis gemacht, glaube ich. Und das hier war zweiter. Auch von CRKT. Ein sehr schönes Messer. Habe ich auch schon ewige Zeiten. Und ein herrliches Ding. Immer noch top. Gerne benutzt. Darf man ja heute leider nicht mehr. Und wie ich mit meiner Lehre fertig war, hatte ich zu Hause ein paar Klingen rumliegen. Und da dachte ich mir, die brauchst du ja nicht fortzuwerfen, da kannst du ja mal selbst was draus bauen. Das war zum Beispiel ein Martini-Messer, ein mit Holzgriff. Der war total im Eimer. Da habe ich mir dann einen Griff mit Horn, Leder, Aluminium und wieder Horn dran gemacht, hinten verschraubt. Jo, und so sind halt, als die Lehre dann rum war, das war mal ein altes Bundeswehrmesser, da habe ich den Griff irgendwie, war kaputt. Da habe ich mir auch einen neuen Griff dran gemacht mit Tierschal und Leder. Hier habe ich gedacht, kannst ja mal auch eine Klinge selbst schmieden. Die habe ich selbst geschmiedet aus einer VW-Autofeder. Auch wieder mit Horn und Leder. Warum ich jetzt Messer sammle, kann ich eigentlich gar nicht so sagen. Es macht mir einfach Spaß, so ein Messer in der Hand zu halten. Und ich habe sehr viele Messer. Ich könnte also ein Geschäft aufmachen, aber ich verkaufe ja keine. Höchstens mal verschenke ich eins. Aber die Dinger, sie faszinieren mich einfach. Ich könnte jetzt mit diesen, könnte ich die ganze Nacht spielen, bis meine Frau sagt, hör mal, das stört. Aber die Mechanik, die Werkstoffe, die Klinge, die tausend Klingenformen, alles fasziniert mich daran. Jo, und so werde ich auch wohl weiter sammeln. Mittlerweile in eine andere Richtung. Spider-Guss gefallen mir ganz gut. Und verschiedene Tacticals, aber immer auch wieder ein bodenständiges deutsches Messer. Jo, Hans-Dieter, so bin ich zum Sammeln gekommen und so wird das auch wohl weitergehen. Mein Sohnemann hat dasselbe Laster, den habe ich auch dahin gebracht. Mein Vater hat Messer gesammelt. War ich auch dran schuld wahrscheinlich. Jo. Dir wünsche ich noch alles Gute für deinen Kanal. Mach weiter so und bleib wie du bist. Tschüss Hans-Dieter, man sieht sich auf YouTube.